Eingelocht. Der Golf-Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda. Ja, heute mal eine etwas andere Podcast-Folge. Es ist ja die Weihnachtswoche. In wenigen Tagen ist es soweit. Da kommt das Christkind. Bringt dem einen oder anderen von euch vielleicht neue Golfschläger oder Golfbälle? Bei mir weiß ich es nicht. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht sind es auch einfach nur Golfsocken. Freue ich mich auch drüber. Ich bin Oliver Kelch und ich bin rumgegangen bei unserem Adventsgrillen draußen am Jammertal auf der Driving Range. Die ein oder anderen von euch haben mir freundlicherweise Antworten gegeben zu drei Fragen. Die muss ich mal eben ablesen. Was ist Golf für mich, wollte ich wissen. Dann, warum man überhaupt angefangen hat mit dem Golfspielen und ob es Rituale gibt oder Routinen gibt beim Golf. Ich wollte ja noch ein bisschen was lernen. Ihr wisst ja, ich bin noch nicht so lange dabei. Das hier sind die Antworten. Präzision und Ausdauer. Und warum habe ich damit angefangen? Es ist Sport, den man schön draußen machen kann, den man sowohl alleine spielen kann, als auch mit Freunden und Bekannten. Ist also auch gesellig, wenn man es möchte. Routinen, Rituale an sich habe ich eigentlich nicht. Ich sage mal, einfach hin und loslegen. Für mich ist Golf die totale Entspannung. Angefangen habe ich mit Golf, indem ich meinem Bruder einen Schnupperkurs geschenkt habe und wir dann zu zweit dahingegangen sind und dann beim Sören halt, wie du auch, den Kurs gemacht haben und dann sind wir da einfach hängen geblieben und jetzt sind wir hier. Und Routinen für die normale Runde habe ich eigentlich nicht. Ich komme auf den Platz und merke halt, dass ich innerhalb von 5 Minuten total entspannt bin und alles drumherum vergessen habe und das finde ich total toll. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und genießt die Zeit und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr auf dem Platz. Ja, in drei Worten Golf ausdrücken. Für mich ist also Golf die richtige Verbindung zwischen Sport, Entspannung und Natur. Angefangen bin ich eigentlich durch so einen Schnupperkursus und da sind wir dann bei geblieben und hat dann sich zum Platzreifekurs angemeldet. Ja, und so ist man dann eben hier geblieben. Ich wünsche allen ein frohes, entspanntes und ruhiges Weihnachtsfest und vielleicht wecken wir hiermit auch bei dem einen oder anderen noch das Interesse für Golf. Mir macht das sehr viel Spaß. Erholung vor allen Dingen ist das für mich. Die Ruhe zu genießen und ja, einfach bisschen auspowern auch dabei. Mit Golf habe ich angefangen, weil ich hier im Jammertal auch am Arbeiten bin und das dann immer vom Golf gehört habe und das dann einfach mal ausprobieren wollte. Und dann hat es mir Spaß gemacht und ich habe weitergemacht. Routinen oder Rituale habe ich jetzt nicht direkt. Ich laufe einfach drauf los und mache einfach. Ja. Weihnachten ist immer sehr schön, viel mit der Familie feiern und genießen einfach die Zeit, dass man die mit der Familie genießt und einfach Spaß hat. Also Golf ist für mich die pure Entspannung. Es ist wahnsinnig komplex und herausfordernd, aber wenn es dann halbwegs gelingt, ist es einfach die pure Entspannung und macht riesig Spaß. Ich hatte schon länger Interesse mit Golf anzufangen. Ich suchte nur den richtigen Golfpartner. Ich habe einen Arbeitskollegen, einen Kumpel, mit dem habe ich angefangen und seitdem sind wir begeistert dabei. Routine oder Rituale, ich glaube, sowas habe ich noch nicht. Es gibt so das Zurechtrütteln, bevor man den ersten Schlag macht. Das machen, glaube ich, auch viele, bis man sich wirklich traut, den mit dem Schläger auszuholen. Aber viel mehr als das ist es noch nicht. Ich wünsche allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, also Golf ist für mich auch ein super Ausgleich zum Alltag. Wenn ich auf dem Golfplatz stehe, dann ist das für mich wie auf einer anderen Welt. Abgeschnitten fühlt man sich so ein bisschen, was ich gut finde. Und dann mit den Kollegen, mit den Freunden 1-2 Runden über den Golfplatz gehen, das finde ich sehr gut. Und das inspiriert mich auch am Golfsport, dass man sich stetig auch verbessern kann. Ja, mit dem Golf angefangen habe ich tatsächlich durch meinen Vater. Auf einer Autofahrt, weiß ich noch, da sind wir an so einem Golfplatz vorbeigefahren und da meinte er, ja, dass von dem Fitnessstudio, wo wir angemeldet sind, dass da ein Golfkurs angeboten wird, ein Schnupperkurs. Und da haben wir dann beide dran teilgenommen. Und mich, also ihn hat es überzeugt, sodass ich jetzt auch seit einem guten Jahr aktiv beim Golfsport teilnehme. Routinen habe ich jetzt so an sich nicht. Wenn die Tasche gepackt ist, geht's los. Aber bevor ich dann auf den Platz auch wirklich gehe, gehe ich gerne nochmal in die Driving Range und schlage nochmal so 20 bis 40 Bälle ab, einfach zum Einspielen, damit man sich dann auf dem Platz auch sicherer fühlt und dann vielleicht am Ende nicht ganz so viele Schläge braucht, um dann den Ball letztendlich auch einzulochen.
Ja, für Weihnachten. Weihnachten ist für mich die schönste Zeit des Jahres. Daher wünsche ich auf jeden Fall allen ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest. Genießt die Zeit mit euren Liebsten, auch jetzt, wo es ja nach Corona endlich wieder möglich ist, alle quasi in ein Haus einzuladen. Ich danke euch recht herzlich für diese Antworten. Und natürlich haben wir auch Sören abgefangen. Er stand am Grill, den habe ich da mal kurz weggezogen. Und dann hat er mir auch diese drei Fragen beantwortet. Was ist Golf für dich? Warum hast du angefangen? Und gerade von einem Profi. Da kann man ja vielleicht noch Routinen und Rituale lernen. Hab ich auch. Hier, das sind die Antworten von Sören. Golf ist für mich eine Sportart, wo Jung und Alt miteinander Zeit verbringen können, dabei sich wirklich sportlich betätigen können. Und es macht super viel Spaß. Golf habe ich durch meinen Bruder angefangen, weil er hat vor mir angefangen mit dem Golfspielen und hat mich dann irgendwann dazu gebracht, mitzukommen. Und dadurch bin ich zum Golfen gekommen. Und was mich inspiriert, ist einfach diese Vielfalt, wo alle Geschlechter, alle Altersklassen miteinander zusammen Zeit verbringen können und einen Sport zusammen verbringen. Routine, ja, gute Frage. Es gibt eine mega lange Routine. Ich bereite vor einer Runde, vor einem Turnier meine Golftasche vor, damit die Schläge auch sauber sind, dass ich genug Golfbälle dabei habe, damit ich genug Tees dabei habe. Einfach, dass meine Golftasche super ausgestattet ist. Das ist, glaube ich, die erste Routine, die ich vor einer Runde mache. Und während des Spiels gibt es natürlich noch ganz viele andere Routinen. Ich wünsche allen ein super schönes, gesegnetes Weihnachtsfest, dass man mit den Allerliebsten Zeit verbringt, die Zeit genießt, die Ruhe genießt von dem normalen Alltag, von dem normalen Stress und dass man gut in die neue Saison, in das neue Jahr starten kann. Da waren sie, die Antworten vom Sören hier im Podcast eingelocht. Ich wünsche euch auch ein schönes Weihnachtsfest. Nächste Woche hören wir uns wieder. Lasst euch überraschen, was wir uns da haben einfallen lassen. Ich habe nämlich noch ein bisschen mehr gefragt. Und da gibt es dann die Antworten. Kommende Woche hier im Podcast eingelocht. Ich bin Olli Kelch. Schönes Weihnachtsfest wünsche ich euch. Das war der Golf-Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda. Du interessierst dich fürs Golfen? Egal ob Schnupperkurs, Einzelunterricht oder Platzreifekurs. www.sdgolf.de